neue Innovationen ausprobieren. Nachhaltigkeit umzusetzen. Zugänglichkeit. Kundenfokussierung. Wachstum. Standort Deutschland ist für uns, für AWS, aber auch für den Impact, den wir in Deutschland haben, sehr, sehr wichtig. Zehntausende Kunden nutzen in Deutschland unsere Services, unsere Dienstleistungen, Innovationen voranzutreiben und digitale Transformation erfolgreich voranzutreiben. Der Standort Deutschland bedeutet für AWS eine Menge von Kunden. Wir haben zehntausende Kunden aus allen möglichen Branchen. Wirklich eine Vielfalt an Themen, die das Ganze spannend machen. Ich würde sagen, der Standort Deutschland ist insofern wichtig, dass wir Ingenieurskraft und Innovation gebündelt haben aus vielen Generationen, aber auch enorm viele junge Talente haben, die neue Themen auch für die Gesellschaft vorantreiben möchten. Ja, die letzten 10 Jahre waren unglaublich spannend. Gerade Big Data Projekte sind in der Cloud sehr, sehr gut aufgestellt, weil man dort auch die großen Datenmengen mit den großen Mengen an Rechenleistungen sehr schnell miteinander koppeln kann. Kunden haben es von Anfang an geliebt, dass man sehr einfach Experimente machen kann, dass man sehr einfach innovativ sein kann und auch in Deutschland die Digitalisierung schneller voranzutreiben. Besonders leistungsstarke Netzwerkkomponenten, besonders leistungsstarke Prozessoren. Wir entwickeln auch selber eigene Prozessoren, die eben speziell auf Kundenwünsche abgestimmt und optimiert sind. Wir legen natürlich extrem viel Wert darauf, dass unsere Rechenzentren so effizient wie möglich sind und ressourcensparend umgehen. Die AWS-Region in Frankfurt besteht jetzt seit 10 Jahren. In den letzten Jahren haben wir 9,6 Milliarden Euro investiert in Rechenzentren, Infrastruktur, darin unsere Cloud-Dienste hier wirklich verfügbar zu machen und zu skalieren. Seitdem sind eine ganze Menge Rechenzentren hinzugekommen und wir bauen auch weiter aus. Ich denke, gerade mit der Cloud gibt es unheimliche Chancen für eigentlich alle Unternehmen jeglicher Größe. Es geht darum, den Mut zu haben, den ersten Schritt zu gehen. Es wird immer wichtiger, sich auf nachhaltige und in dem Fall ökologisch nachhaltige Praktiken zu beziehen. Unternehmen können bei einer Migration in die Cloud bis zu 79% Energieeinsparungen erzielen. Und durch die Optimierung in der Cloud sind sogar noch weitere Energieeinsparpotenziale möglich. Was mir gefällt an meiner Arbeit bei AWS ist einfach die Vielfalt. AWS ist attraktiv für weiblich gelesene Personen in der Hinsicht, dass wir enorm viele Möglichkeiten haben, uns zu entfalten und haben auch das Umfeld, das einen da unterstützt. Und ich glaube, besonders für Frauen ist das enorm wichtig. Amazon Web Services ist eigentlich in den 10 Jahren kontinuierlich gewachsen und hat verschiedene Themen übernommen. Speziell die Instanzen, die relevant sind für Machine Learning oder AI. Die werden im Wesentlichen, was die Softwareunterstützung angeht, hier in Deutschland entwickelt. Wir werden sicherlich weiter wachsen und viele schöne neue Dinge für unsere Kunden entwickeln, von denen wir jetzt vielleicht nicht mal zu träumen wagen. AWS am Standort Deutschland bedeutet für mich Innovation, Entfaltungsfreiheit, Familie. Amazon hat sich verpflichtet, bis 2040, das ist 10 Jahre früher als das Pariser Klimaabkommen, im Rahmen des Climate Pledge, ein nachhaltigeres Unternehmen zu werden. Das bedeutet auch, dass alle Betriebe weltweit CO2-neutral werden. AWS in Deutschland ist für unsere Kunden eine Riesenchance, die notwendige IT-Profis zu überlassen, die sich voll auf die Unterstützung für sie konzentrieren. Das heißt, Kunden erfolgreich zu machen.